Ich bin euch dankbar, dass ihr mithelft. Ihr seht hier hinten nochmal die Großflächen, die mittlerweile auch schon in der Stadt stehen. Drei große Überschriften: Sicheres Leipzig, Zukunft für Familien und Mobilität für alle. Und dahinter verbergen sich ganz viele Ideen. Wir alle erfahren gerade in diesen Tagen wieder, in welchen Stadtteilen Leipzigs wir große Schwierigkeiten haben. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Zeichen, auch jetzt. Und ich freue mich, dass dieses Plakatmotiv das so schön verdeutlicht, auch der Polizei, den Polizistinnen und Polizisten den Rücken zu stärken und ihnen zu zeigen, dass sie Teil der Gesellschaft sind, dass sie wesentlicher Bestandteil unseres Rechtsstaates sind und dass sie unsere Unterstützung auf jeden Fall haben und die Rückendeckung. Zukunft für Familien ist die große Überschrift über den Themen Schule, Kita, Wohnen, bezahlbares Wohnen für alle und Mobilität. Hier illustriert mit dem Fahrradfahrer, aber der Slogan heißt Mobilität für alle und es ist auch so gemeint. Ich meine, dass ein Mix aller Verkehrsarten die Zukunft unserer Stadt ist. Das heißt, nach Lebenssituation unterschiedlich muss es möglich sein, auch mit dem Auto zu fahren oder aber eben dann das Fahrrad zu benutzen und zwar sicher, ohne dass man schnell dann ein Opfer im Straßenverkehr wird. Ich freue mich, dass wir heute loslegen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind und es kommen noch mehr. Nochmal ein gesundes neues Jahr für alle und lasst uns kämpfen. Bin mir sicher, dass wir das schaffen können. Ja.